Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und zwar die Box, ich habe hier eine Glossy Box vor mir liegen. Ich denke, das ist die Glossy Box for Young. Glaube ich auf jeden Fall. Sie hat es endlich geschafft, bei mir heute in meiner Packstation zu erscheinen. Weil sie liegt eigentlich schon seit 2 Tagen nach sie irgendwo vor Ort und doch der Zusteller hat sich heute dann mal durchgerungen, sie doch dann mal endlich in meiner Packstation reinzulegen. Ja, zu diesem Thema. Naja, auf jeden Fall ist die Box jetzt hier und wir schauen gemeinsam mal rein. Machen wir mal. So. Ritsch. Oh, ist die Box auf. Ja, ist die Glossy Box for Young. Ich weiß gar nicht, eigentlich wollte ich diese Bundle bestellen und irgendwie hatte ich die dann aus Versehen mitbestellt. Ich wollte eigentlich die Box gar nicht bestellen. Na gut, jetzt habe ich sie hier vor Ort und ja, dann ist das halt so. Die wollte mit. So, die ist auf jeden Fall rosa. Rosa-pink mit Türkis. Hier unten ist auch Türkis, schön, die Box ist schön. Ja, machen wir sie mal auf. So sieht die Box von innen drin aus, der Deckel meine ich. Der Deckel auf. So, lege ich mal zur Seite. So, hier ist Schleifi. Ich weiß nicht, was da drin ist. Doch, ein Spoiler hatte ich gesehen, ein Sneak and Peek meine ich, hatte ich gesehen gehabt. Ja, ist aber egal. Hier steht drauf, auf diesem Flyer, Shooting Star Edition ist das, okay. Ja, müssen wir gucken. Da sind 5 Produkte drin. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ist der Klebi noch zu, ich wollte euch jetzt nicht zeigen. So, fangen wir mal an. Eins kenne ich schon, das hatten wir auch schon mal in der Glossy Box drin. War das in der Glossy Box? Ja, war in der Glossy Box drin. Dieser Duschschrupp-Feeling. Wie war das nochmal? Ein Kaffeeschrupp, ja. Habe ich immer noch nicht ausprobiert und den habe ich hier irgendwo da oben immer noch liegen. Ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall sind hier 30 Milligramm drin. Müsste ich eigentlich mal testen. Vielleicht komme ich da mal zu. Und dann werde ich euch berichten im Aufgebraucht-Video. Bald kommt ein Aufgebraucht-Video. Ich habe nämlich schon fast einiges zusammen. Sagen wir mal so. So, kommen wir zum nächsten Produkt. Oh, das ist gut. Maracuja Sundowner. Kenne ich Sundowner? Ich kann das nicht aussprechen. Duschgel mit Mango-Extrakt auf jeden Fall. Ja, habe ich das schon mal gehabt? Nee, habe ich noch nie geholt. Auf jeden Fall sind hier drin 375 Milligramm. Die Aussicht vom Dach ist atemberaubend wie ein Feuerball. Versinkt die Sonne hinter der Stadt. Ich hebe den Cocktail in meiner Hand auf den Sommer. Okay. Der Sommer ist ja jetzt vorbei, aber nicht schlimm. Ich werde mal dran riechen. Maracuja. Ach, hier ist ein Cocktailrezept, ist hier drauf. Hör, wie lustig. Oh ja, riecht mich das gut. Auf jeden Fall ist hier ein Cocktailrezept drauf. 6 Zilliliter Maracuja-Saft. Je 2 Zilliliter Orange-Maracuja-Saft, Mangosaft und 1 Zilliliter Limettensaft in ein Glas mit frischen Eiswürfeln, mischen, Eiswürfel hinzugeben und mit frischen Früchten garnieren. Salute steht hier drauf. Ich sollte vielleicht doch mal meine Brille aufsetzen. Naja gut, hat ja einigermaßen funktioniert. Ich gucke gerade mal, ob da irgendwie was vom Vegan-Zeichen drauf ist. Ne, ich finde kein Vegan-Zeichen. Steht hier irgendwas drauf?
Irgendwie war eine CO2-neutrale Verpackung besteht zu 25% aus recyceltem Plastik. Das ist ein Originalprodukt, kostet 2,95 €. Die Preise werde ich euch trotzdem nochmal einblenden. So, das war Nummer 2. Achso, von dem anderen habe ich euch gar nicht gesagt, ne? Das sind 30 Milligramm, hatte ich gesagt. Die kosten 6 Euro. 6 Euro, ja, deswegen habe ich das auch bestimmt noch nicht benutzt. Bin ich denn so geizig? Oh, okay, hier haben wir einen Mega Lash Booster Fake Lashes Mascara von Reval de Love Me. Reval Love Me, nicht Reval Love Me, Reval Love Me. Okay. 10 Milligramm sollte auch mal zeigen. 10 Milligramm sind hier drin. Ich mach die mal auf. Oh ja, das ist kein Gummibürstchen, das ist also ein anderes Bürstchen. Ja, ich habe ja lieber die Gummibürstchen. So, ne. Das riecht ein bisschen. Ja, und die kostet 2,29 €. Okay, die werden wir nächstes Mal mal testen. Nächstes Mal, ja. Okay, hier ist dieser Model & Co. Dieser weiße Eyeliner, Gel-Eyeliner. Der ist ein Originalprodukt und soll 16 Euro kosten. Den hatten wir auch schon in der Glossy-Box drin. Ich mache diesen jetzt mal nicht auf, weil ich habe den nämlich hier schon. Ich kann euch den zeigen. Hier. Ist der. Ich glaube, ich hatte den schon mal. Hatte ich den schon mal probiert? Ich weiß nicht. Doch, das irgendwie. Ja, der sieht dann so aus. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. So ein bisschen schwierig, finde ich. Ganz ehrlich, ich würde dafür keine 16 Euro ausgeben. Sage ich euch ganz ehrlich. Tut mir leid, aber es ist so. So, jetzt haben wir noch ein letztes Produkt hier drin. Das finde ich eigentlich am besten hier drin. Das ist ein Energizer. Nel Medic. Originalprodukt 6,80 € 15 Milligramm drin. Das ist so ein Zwei-Phasen-Teil. Ich lese mal eben, okay, ich muss mal gucken. Keine Lust auf beschädigte und stumpfe Nägel. Gönn Ihnen einen echten Verwöhn-Statement. Dank dieses rivalisierende Serum mit Grünteeextrakt und Jojobaöl, seine belebende Mischung aus wertvollen Ölen, pflegt deine Nagelhaut und bildet somit eine perfekte Basis deiner Nagelpflege. On top werden die Nägel mit Feuchtigkeit und Vitaminen versorgt. Das finde ich gut, das kann ich gut gebrauchen. Wie gesagt, ich arbeite ja draußen im Freien, wie so gut wie im Sommer, wie im Winter, bei Regen und Wetter und Trockenwetter und Sonnenschein und etc. Gewitter und Schnee und Eis. Ist eben mein Beruf und die können meine Finger sehr viel Pflege benutzen, gebrauchen. Das finde ich super. Das teste ich auch direkt mal aus. Es kostet 6,80 €, habe ich schon gesagt, ne? Ich mache das jetzt einfach mal. Okay. Das ist so ein bisschen. Muss man das ein massieren. Ach, ich muss das so gut riechen. Ja, das finde ich gut. Das kann ich gut gebrauchen. Das werde ich auch jeden Tag benutzen. So, ja, so, das war auch schon die Box. Ich werde euch die einzelnen Preise werde ich euch einblenden und werde euch den Gesamtpreis auf jeden Fall einblenden. Auf jeden Fall kostet die Box 10 Euro. Es ist keine Abo-Box. Die kann man sich separat immer bestellen. Und für 10 Euro kann man, glaube ich, nichts falsch machen. Wir sind auf jeden Fall weit drüber. Ja. Nee, das ist schön. Wie gesagt, 10 Euro kostet die Box. Und ich werde euch den Preis ausrechnen. Und ja, das war's eigentlich schon. So schnell sind wir schon wieder durch diese Box. So, ich hoffe, wenn aus mein Gott. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mir wünschen, dass ihr einen Daumen nach oben gebt und keinen Daumen nach unten. Und vergesst nicht, die Glocke zu abonnieren, dass ihr zu drücken, so dass ihr mein nächstes Video nicht verpasst. Und wenn ihr auf den
Abo-Button drückt, könnt ihr mir, würde ich mich auch freuen, dass ihr mir ein Abo da lasst und so. Ja. Bin heute total bescheuert. Auf jeden Fall, ich sag jetzt einfach mal tschüss, weil ich bin schon wieder total durch den Wind. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, ob ich habe ein bisschen Kopfschmerzen oder so. Ach, egal. So, auf jeden Fall, denkt daran, bleibt gesund und passt auf euch auf. Und wir sehen uns. Eure Tanja. Ciao.